Ja, wenn wir Beef Jerky machen wollen, dann ist die erste Frage, welches Fleisch eignet sich da dazu? Und hier ist es wichtig, das muss besonders mageres Fleisch sein. Also hier sollen keine Fettbestandteile drin sein. Das heißt, wenn er dieses weiße Fett irgendwo im Fleisch setzt, es ist nur ganz schlecht geeignet. Ideal ist zum Beispiel das Fleisch für Rouladen, also Rindermuskelfleisch, oder ganz optimal natürlich jedes Fleisch von Wildtieren, also zum Beispiel aus der Rehkeule oder aus der Wildschweinkeule. Das ist optimal, um Trockenfleisch herzustellen. Wenn ihr euch als Anfänger an Trockenfleisch versucht, dann ist hier so ein Rouladenstück, das bereits dünn geschnitten ist, auf die richtige Stärke ideal. Jetzt braucht ihr nichts weiter zu machen, als hier schöne Streifen rauszuschneiden. Ich verwende auch immer wieder mal das Buschkraftmesser, einfach dass man immer in Übung bleibt, ja, und hier sein Handwerkszeug auch gewohnt ist. Ja. Wenn man das Buschkraftmesser bloß alle 4 Wochen in die Hand nimmt, das ist wie beim Jagdgewehr, das ist nicht optimal, sondern man sollte mit dem Ding eigentlich immer vertraut sein. So schneiden wir jetzt das Fleisch auf und das sind ja quasi unsere Snackportionen, die wir nachher auf unseren Outdoor-Touren mitnehmen. Hier zeigt sich dann auch gleich, ob euer Buschkraftmesser noch gut und scharf schneidet. Das Fleisch haben wir jetzt vorbereitet. Das nächste ist jetzt hier eine Marinade zu machen, ja, und das Fleisch in die Marinade einzulegen, zu marinieren und hier über Nacht ziehen zu lassen, und dann können wir das Ganze in den Dörrapparat geben. Das Messer habe ich übrigens mal von Fuzzi Herrgut gekauft und das hat einen Mikata Griff, und hier den Feuerstahl, da habe ich dann den Plastikgriff durch ihren Horngriff ersetzt von einem selbst erlegten Rehbock. Das Messer ist wirklich super hervorragend. Also schnitthaltig, stabil und liegt perfekt in der Hand. Bei der Marinade, da sind eurer Fantasie und Geschmacksrichtung keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr also verwenden, so ziemlich was ihr wollt. Wir machen hier so ein Klassiker, den man zum Grillen verwendet, das heißt 1 Esslöffel Öl, 2 Esslöffel Essig, 2 Esslöffel Honig, 6 Esslöffel Ketchup, und dann würzen wir noch mit Pfeffer, Paprika, dann könnt ihr nehmen Basilikum, Oregano, Kerbel, was immer euch schmeckt. Ja, und das mixen wir jetzt mal alles zusammen. Bisschen Petersilie kommt auch noch dazu. Paprika immer gut. Das Ganze gut durchmengen. Ja, und jetzt geben wir die Marinade über unser Rouladenfleisch. Und wie gesagt, Geheimtipp: Wildschweinkeule oder Rehkeule mit 4-5% Fett, an sich super optimal. Ich nehme heute eben Rind, weil er das andere vielleicht nicht überall bekommt, deshalb könnt ihr es am einfachsten hier mit dem auch ausprobieren. Das Ganze decken wir dann mit einer Folie ab und geben es dann zum Ziehen optimalerweise über Nacht in den Kühlschrank. Ja, zum Dörren selbst habe ich mir hier von Severin so einen Dörrautomat gekauft. Und zwar den
OD2940. Das ist ein super Teil, vor allem sehr preiswert, unter 30 Euro zu bekommen. Der hat dann hier mehrere Solagen, wo man hier sein Dirrgut einlegen kann, und da meine ich nicht nur Beef Jerky damit, sondern hier trockne ich zum Beispiel auch Bananenscheiben oder Himbeeren, die ich gesammelt habe. Die Marinade ist jetzt in der Zwischenzeit gut durchgezogen und jetzt brauchen wir die hier nur das Gitter belegen auf dem Dörrautomat. Wenn die erste Lage drauf ist, kommt einfach der nächste Ring drauf. So arbeiten wir uns dann Lage für Lage durch. So, jetzt haben wir 1 Kilo Rindfleisch da drauf. Eine Lage ist sogar noch übrig. Und jetzt schalten wir ein und dann lassen wir das trocknen. Da ist es so, je nachdem was er trocknet, super ist es zum Beispiel auch für Pilze, wo ihr gesammelt habt, dauert es dann von 3 bis 4 Stunden bis zu 12 Stunden. Wichtig ist, dass man dann zwischendrin, das trocknet von unten, die trocknen schneller in der unteren Reihe, dass man dann die Lagen nochmal später nach 2-3 Stunden tauscht. Yam yam, sieht schon ganz gut aus. Und jetzt tauschen wir eben die Reihenfolge der Platten nochmal aus. Lecker, lecker. Muss man sich direkt schon jetzt zurückhalten. Also die Dinger sind ja jetzt noch nicht fertig, aber ich muss natürlich unbedingt mal testen, ob die Marinade auch was geworden ist. So, nach 10 Stunden ist jetzt alles fertig. Dass es richtig trocken ist, das erkennt er daran, dass ich jetzt das Dörrfleisch einfach brechen lässt. Das ist dann auch super, wenn er so eine Kraftbrühe macht, in den Bergen zum Beispiel, und dann könnt ihr das hier einfach brechen, in die Kraftbrühe mit reinwerfen, dann saugt sich das wieder voll mit Flüssigkeit und dann habt ihr eine super nahrhafte Suppe. Die 600 Gramm Rindfleisch wiegen jetzt noch 63 Gramm. Das heißt, in 3 Portionen aufgeteilt für 3 Tage, 200 Gramm, also Vollnahrung, sind es 20 Gramm pro Tag. Das ist natürlich eine super Gewichtsersparnis und wiegt im Rucksack so gut wie nichts. Ihr wisst ja, dass ich Jäger bin, deshalb kann ich mir das auch jetzt vakuumieren. Dann vakuumiere ich auch die Wildrationen damit. Ja, fertig. Und so geht das Ganze dann auch jetzt mit auf Tour und in den Rucksack und hält so lang wie eine ägyptische Mumie.